So, hallo und herzlich willkommen zu für die Leute auf YouTube. Es gibt eine weitere Episode von Pokémon Schild. Ja, dieses Mal ziehe ich durch. Ich hoffe, dass ich es schaffe, das Spiel oder zumindest die Hauptstory komplett durchzuspielen. Ich scheine schon gegen Ende zu sein. In der letzten Folge hat sich sehr viel spannendes Zeug ereignet. Und jetzt werden wir herausfinden, warum wir sitzen gelassen wurden. Warum gab es kein leckeres Essen? Das ist wirklich ein Mysterium. Ich guck mal ganz kurz, ob es hier irgendwas gibt, was cool ist oder was man irgendwie so noch mitnehmen kann. Irgendwelche versteckten Items. Da sehe ich doch was, was aussieht wie ein Pokéball. Elektrosamen. Oh, da funkelt auch etwas. Ein Sonderbonbon. Noch einer. Mensch, damals waren die Dinger so selten. So selten. So ein Sonderbonbon, ey. Oh, da ist noch ein Item. Mysturwellen. Da sehe ich auch noch ein Item. Plus. Wir haben einen Akku gefunden. Genau das Richtige, wenn der eigene vom Handy nicht mehr so gut funktioniert. Eigentlich müsste doch auch in der Ecke da oben etwas sein, oder nicht? Hat es da gefunkelt? Ich glaube, da hat es nicht gefunkelt. Okay, komisch. Das scheint auch nicht zu sein. Let's go! Da weiß wohl einer nicht, wann er verloren hat. Ich radiere jedes einzelne seiner Pokémon aus. Ohne Probleme. Du wirst mir nicht mal einen Kratzer zufügen können, wenn es dieselben sind wie beim letzten Mal. Gib auf. Ersparen wir uns das. Ich komme durch, ich spare Zeit. Die Zuschauer müssen nicht so ein langes Video schauen. Ich hatte getippt, dass er uns jetzt einfach hier drin einsperrt. Einfach, weil er es kann. Und was hätten wir dann gemacht? Richtig, gar nichts. Hätten wir ganz schön dumm aus der Wäsche geguckt. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Oha. Ja gut, meinetwegen könnt ihr beide auf das Schaf einschlagen. Kein Problem. Also mich berührt das nicht.
Paralyse? Ja, Paralyse. Bitte was? Schaufler gegen wen? Nee. So. Also, wenn das an mich geht, dann. Nee. Nein, danke. So geht das. Nett. So hat er jetzt zumindest meine Pokémon geheilt. Alles klar. Dann werden wir gleich wahrscheinlich nach euch nochmal irgendwelche zwei Versager besiegen. Und dann... Ja. Kommen wir endlich da an, wo wir hin möchten. Stahl-Pokémon, wundervoll. Als würden sie darum betteln. Als würden sie darum betteln, fertig gemacht zu werden. Okay, Flunkiefer wäre erledigt. Ich merke gerade, mein Auge fängt an zu zucken. Es ist schon 3:30. Ja, 3:30. Schrecklich. Ich werde müde. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir sind nämlich schon so kurz vorm Finale. Und das kann man ja wohl versuchen, irgendwie einigermaßen spannend zu halten. Wow, seine Initiative steigt. Dann wollen wir doch mal sehen, wer schneller ist. Sein Vieh oder meins? Meins. Ich hoffe, ihr habt eine Wette drauf abgeschlossen. Was ist das für eine unnötige Information mit dem Mashok? Ja, und vor allem, wenn mein Pokémon danach auch jedes Mal wieder geheilt wird. Easy! Sie verschwenden hier einfach nur meine Zeit. Sie fordern mich nicht heraus, das ist keine Herausforderung, das ist eine Verschwendung von Zeit. Ich würde die gerne so richtig schön durch eine dieser Türen schmettern, so. Mit irgendeinem heftigen Angriff oder sowas, keine Ahnung, das wäre nice. Und dann würden sie diese 200 Meter herum, also herunterfallen, ja. Aber gut, das ist Pokémon, die würden irgendwie überleben, aber cool wäre es trotzdem. So, Feuerball? Ja, Feuerball. Erledigen wir erstmal schön das Stalos. Oha. Oha. Das hat es ausgehalten. Es hat meinen Angriff ausgehalten.
Unfassbar. Oder sind diese Aufwärmungskämpfe einfach nur dafür da, um so ein bisschen zu leveln? Und ein paar neue Level drauf zu bekommen, einfach nur um gleich den richtigen Gegner besser besiegen zu können. Das kann natürlich sein. Step. Völlig mühelos. Nicht. Ja gut, zu dieser Uhrzeit schlafen noch alle. Und zumindest alle normalen Leute. Leute, nach einem Jahr habe ich es endlich geschafft, Pokémon durchzuspielen. Pokémon Schild. Und wer weiß, vielleicht hole ich mir auch nochmal Schwert, einfach nur, um dann Pokémon abzulegen. Weil man so als Bankersatz quasi. Eigentlich wollte ich gerade weglaufen. Ach ja, die Gute war mir immer sehr sympathisch. Tja, aber sie hätte ihre Hausaufgaben besser machen sollen. Dann würde sie wissen, dass ich ein Feuer-Pokémon benutze. Und wenn sie wissen würde, dass ich ein Feuer-Pokémon benutze, dann würde sie kein Eis-Pokémon gegen mich einsetzen. Also eins muss man hier lassen, sie scheint sich ziemlich siegessicher zu sein. So, und gleich erreichen wir Level 60. Ich mag ihre arrogante Art. Ja, auf gar keinen Fall will ich irgendwas wechseln. Zugegeben, die meisten meiner Attacken sollten nicht effektiv dagegen sein, aber... Man kann ja trotzdem geben, was man hat. Wasserring. Eine sehr gute Attacke, wenn ein Kampf länger andauert. Aber ich glaube nicht, dass ich das zulassen werde. Feuergift-Pokémon. Eigentlich muss ich da auch nichts wechseln. Meinetwegen. Kann's losgehen.
So, und die einzige Attacke, die ich habe, um dagegen anzukommen, ist Kopfnuss. Oder man könnte sie auch Fußballkick nennen. Weil, keine Ahnung, mein Klopfer macht eh immer denselben Move. Er tritt einfach alles. Ich finde es cool, wie ihre Klamotten so am Wehen sind und die Haare. Hallo? Das ist ein Pflanzen-Pokémon, als ob ich da jetzt wechseln würde. Tja. Was soll ich sagen? Sieht nicht sehr gut aus. Nachdem wir das Gemüse gegrillt haben. Gegrilltes Gemüse, lecker. Kämpfen wir weiter. Ich rieche eine Dynamaximierung ihres Müll-Pokémons. Mutig! Verfehlt? Wie kann man diesen riesigen Müllhaufen verfehlen? Also Respekt. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas möglich ist. Sie hat es geschafft. Sie ist auf jeden Fall stärker als Hop. Sie könnte direkt ins Semifinale aufsteigen. Sie hat es geschafft, eines meiner Pokémon zu besiegen. Der Wahnsinn. Das ist nicht, dass sie das irgendwas bringen würde. Ah, stimmt. Das Ding ist ja auch zum Teil ein Pokémon. Nö, nee, bringt aber nichts. Tja, ich glaube, jetzt hast du ein Problem, wa? Ach komm, sag doch nicht sowas. Du bist die Beste, gegen die ich bis jetzt angetreten bin, glaube ich. Das ist ein Bild. Noch ein Bild. Meine Ohren tun mir inzwischen weh von den Kopfhörern.
Warum ist Rosé so dick? Okay. Also ich glaube, ich habe definitiv bewiesen, dass ich das Zeug habe. Oh. Habt ihr das übrigens gerade gesehen? War das hier? Nein, das war nicht hier, das war hier. Route 9 runter, okay. Und wo genau bin ich jetzt gerade? Das Ding fehlt mir ja noch in meinem Pokédex. Ja, ich mach das mal kurz anders, damit wir noch ein bisschen schneller da ankommen. Oder hier? Dann einfach von da aus ein bisschen nach oben und dann müsste ich. Dieses eine Pokémon finden, was ich. Wonach ich suche. Ist das hier? Nee, das ist weiter oben. Lass mich in Ruhe. Oh, da funkelt was. Ein Eisstein. Nett. Da funkelt wieder was. Eine Riesenperle. Auch nett. Oh oh. So, hier müsste es irgendwo sein. Eine lästige Kreatur. Schauen wir mal. Wirkungslos oder nicht effektiv. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Aber wie sieht's mit meinem Flockball aus? Ist der effektiv? Yes, it is. So kann man auch unliebsamen Kämpfen aus dem Weg gehen. Das
Pokémon kann ich ja dann immer noch später schreddern lassen. Ist das hier nicht irgendwo? Okay, da. Da raschelt es. Oh, hallo? Ist es das? Nein, es ist ein dummer Vogel. Und flacht. Noch einer davon. Ich habe gedacht, hier gäbe es die... Hier gäbe es das Pokémon, nach dem ich suche. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf... Oh, da. Ist das ein Shiny? Ist das ein Shiny? Ich weiß es nicht. Ob es eins ist. Also eigentlich müsste es normalerweise so ein bisschen funkeln und sparkeln, so. Ich fang's einfach mal. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus als das letzte Mal, als ich es gesehen habe, aber das kann an den veränderten Lichtbedingungen liegen. Und als es dann so gelb geleuchtet hat, dachte ich mir so, hä, leuchtet das normalerweise gelb? Kein Shiny. Das ist jetzt das Ding. Goofer. Hä? Das Ding, der ist eben aufgeploppt, aber das ist nicht das Ding, was geraschelt hat. Oh, ein Octillery. Aber auch das ist nicht das Pokémon, nach dem ich suche. Oder bin ich hier am falschen Ort? Das Ding ist auch echt hässlich. Dämlichen, seelenlosen Augen. Bitter, bitter, bitter. Bin ich echt am falschen Ort? Ich muss da nochmal nachschauen. Zu hoch? Muss ich runter?
schwarz wird. Der Sonne. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich muss man es angeln, ne? Ein Weilort! Ich sehe schon, das ist keine gute Strategie, die ich hier gerade fahre. Das schicke ich in den Wundertausch. Das kann irgendjemand sicher besser gebrauchen als ich. Oh, ich habe es gar nicht gefangen. Ja, in dem Fall flüchte ich natürlich davor. Auch noch paralysiert. Gut gemacht. Auch noch von Hagelkörnern getroffen. Gut gemacht. Was für ein fantastischer Gegner. Damit hat es mir mehr Schaden zugefügt als die Pokémon von diesem... von dieser Punkerin. Wisst ihr was? Ich habe eine andere Strategie. Ich muss hier erstmal raus. Die Frage, die ich mir stelle, ist: Gibt es irgendwelche speziellen Bedingungen? Das ist wichtig, und also ich muss wissen, gibt es bestimmte Bedingungen, die man erfüllen muss, um dieses komische stachelige Viech zu bekommen, weil ich kann mir vorstellen, dass es nicht, dass es sich nicht einfach nur bei beim passenden Level weiterentwickelt. Ja, ich bin aber auf jeden Fall, glaube ich, so ziemlich am richtigen Ort. Obwohl, das Ding wurde noch ein bisschen weiter oben angezeigt, ne? Bisschen weiter oben wurde das noch angezeigt. Aha. Na, schau mal deiner an. Was haben wir denn hier? Ein Top-Beleber haben wir hier gefunden. Geh mir aus der Sonne. Aus der nicht vorhandenen Sonne. Oder hat was gefunkelt? Eine Perle und eine Riesenperle. Okay. Muss hier doch irgendwo so einen Spot zum Angeln geben, oder nicht? Ja. Hier vielleicht. Ist das der Ort, den wir suchen? Ich guck mal kurz am Pokédex. Okay, und wo bin ich? Ich bin tiefer. Oder wird mir nur angezeigt, dass ich irgendwie auf Route 9 bin. Ah, welch herbe Enttäuschung. Nee, dann versuche ich es gleich mal mit einer anderen Strategie. Hier dran. Oh, süß. Aber nicht das, wonach ich gesucht habe.
Vielleicht ist es da. Also ich würde sagen, testen darf man es ja mal. Schon wieder dieser Vogel. Das darf doch nicht wahr sein. Nee, ich habe eben eins davon gefangen. Ein zweites brauche ich nicht. Muss man, wenn man das Ding entwickeln möchte, die Switch auf den Kopf stellen? Wahrscheinlich schon, ne? Ah, ich geb's auf. Dieser Vogel verdirbt mir den Spaß an der Suche. Ne, es macht keinen Sinn. Der Vogel ist da zu dominant. Und ja, es kann sein, dass das Ding da irgendwo versteckt ist und so, aber ich habe jetzt keine Lust danach zu suchen. So. Moment mal. Ja doch, doch, da gab es ein Pokémon-Center, glaube ich sogar. Ich hoffe, dass das, was ich gleich mache, kein Fehlschluss ist oder so. Keine Ahnung, aber... Ja, komm, heilen wir erstmal kurz die Pokémon, beziehungsweise meinen Feuerhasen. PC-Boxen und schauen mal kurz, was wir hier so an Viechern haben. So, das hier ist eine der letzten Boxen. Habe ich hier in letzter Zeit dieses komische Viech irgendwo gefangen. Also ich bin jetzt auf der Suche nach der Vorstufe von dem Ding. Das sollte ja eigentlich hier irgendwo rumliegen, theoretisch. Ha, sieht schlecht aus. Ja, dann kann ich natürlich auch nicht meinen Plan in die Tat umsetzen. Also wir sind da vor der Vorentwicklung von dem Ding begegnet. Und ich hatte gedacht, ich entwickle das einfach mal ganz schnell weiter und dann haben wir die Katze im Sack, sag ich mal. Ha. Tja. Da ist es. Dö-dö. So. Jetzt zeige ich euch etwas, was es zu meiner Zeit nicht gegeben hat. Ups, nicht nur einen. So. Ja, sagen wir mal 40 davon. Seht
ihr, was da passiert? Das Ding, da ballern die Level einfach so durch. Und es entwickelt sich. Ja, so genial. Viel einfacher. Viel einfacher. Als das Ding irgendwo zu suchen und zu fangen. Ich habe kein Lusardin. Egal. Das ist Bunker zu erlernen, ja. Welche Attacke vergessen wir für Bunker? Giftfalle? Giftfalle. Ja, und damit haben wir ein Pokémon, das wir nie wieder gebrauchen werden. Die moderne Technik, nicht nur, dass Sonderbonbons überall herumliegen, wie, keine Ahnung. Wie irgendwas, was überall herumliegt. Laub oder so im Moment. Nee, es gibt auch noch obendrein Dinge, die ähnlich funktionieren wie Sonderbonbons und die aber keine sind. Ah, das hätte ich mir sparen können. Ja toll, jetzt bin ich hier fast durch mit der Stunde schon wieder und das nur wegen diesem verdammten Mist-Pokémon. Eigentlich wollte ich die Story so schnell wie möglich abschließen. Aber mal gucken, vielleicht schaffen wir es noch in 20 Minuten oder so. Natürlich schaffen wir das. Warum sollten wir nicht? So. Oh, ich bin schon an dem Ort, in dem ich sein sollte, okay? Let's go! Nehmen wir alles auseinander, was sich uns in den Weg stellt. Bin ich hier richtig? Bin ich hier wirklich richtig? Sesam, öffne dich. Ja, vielen Dank. Fans, die irgendwo herumsteht und mir zujubelt. Das kleine Arschloch, was gemeint hat, ich würde verlieren, steht ganz weit oben, so dass ich ihm nicht... Keine Ahnung. Dass ich nicht an ihn rankomme. Oh. Arena-Leiter-Meeting. Seht euch mal an, was ich für ein Waschlappen bin. Von mir aus kann es gleich losgehen. Ich speichere nur noch mal. So, wir wollen den Leuten ja eine gute Show abliefern. Es kann losgehen. Bitte. Das wird interessant.
Hoffe ich. Ach, darf ich jetzt nochmal alle Arena-Leiter eins nach dem anderen auseinandernehmen? Ich habe von Anfang an gesagt, dass es nichts für dich ist. Also, ich will ja nicht sagen zum Thema Stolz, aber wer so rumläuft, sollte das Wort vielleicht nicht in den Mund nehmen. Ich nehme dich auseinander. Jeder, der mit einem Stahl-Pokémon gegen mich antritt, wird auseinandergenommen. Sein rechnet eigentlich völlig aus, obwohl ich jetzt glaube ich erst in 4 Runden oder so dann die Chance bekomme zur nächsten Dynamax-Entwicklung. Gardevoir ist kein Pflanzen-Pokémon, ne? Es sieht zwar so aus, aber ist auf jeden Fall ein Psycho. Oh doch, jetzt kann ich. Okay, dann mache ich doch einfach. Everybody's darling. Bei Galoppa würde ich vielleicht sogar noch wechseln, aber es gibt ja... Genau das. Und das ist total verwirrend, wenn da steht, der Gegner setzt Galoppa ein, möchtest du das Pokémon wechseln, weil du weißt ja nicht, welches Galoppa er einsetzt. Das war mal ein Feuer-Pokémon. Für die Kids, die es nicht mehr wissen, war ein Feuer-Pokémon war das. Was zum Geier ist ein Silentrin?
Also wenn ihr mich besiegen wollt, solltet ihr vielleicht mal anfangen, 6 Pokémon in eure Teams zu packen. Wow. Wow. Mit sowas habe ich wirklich nicht gerechnet. Aber ich habe zum Glück genau die richtige Antwort darauf. The Darkness. Was willst du tun? Oh nein! Mein Gegner hat eine Fallenkarte aktiviert. Na gut, aber jetzt, wo das Ding geschrumpft ist, sollte das ja jetzt eigentlich kein allzu großes Problem mehr sein. Jop. Und das war's. Aber hey, guter Kampf. Du hast meinen Klopfer erledigt. Das möchte ich Starler Pokémon. Guck nicht so zufrieden. Das macht mir Angst. Bleib einfach der gute alte Stinkstiefel, der du auch davor gewesen bist. Das tut mir leid. Es gibt, glaube ich, keine schlimmere Arena als die Feenarena. Habe ich doch von Anfang an gesagt, dass genau dieser Typ nochmal gegen mich antreten wird. Das war so klar. Und ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich habe auch keine Let's Plays dazu oder sowas angesehen. Ich habe einfach geraten. Na, wurden die alle wieder geheilt? Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Dann wollen wir mal noch ein letztes Mal abspeichern. Das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Der perfekte Zeitpunkt für einen weiteren Break. Also alle Leute auf YouTube, bis zum nächsten Video. Und für alle Leute auf Twitch, bleibt dran. Bis gleich.